Hallo, willkommen zur nächsten Runde Pokémon Go und heute mal wieder PvP-Kämpfe in der Hyperliga, denn wir wollen ja, weil wir das neue Genesect bekommen haben und es jetzt erst die Hyperliga gibt, das einmal testen. Genau, in der Hyperliga, ich melde mich dann zurück, wenn ich einen Gegner gefunden habe. So, der erste Gegner ist gefunden, wir gucken mal, wie erfolgreich wir da jetzt sind und dann schauen wir mal, wie es läuft mit Genesect. Okay, mein Metall ist natürlich nicht so gut. Die anderen Pokémon im Team, der wäre natürlich mit Feuerwehr natürlich da besser. Die anderen Pokémon-Team sind Metagross und Raikou. Ansonsten normalerweise spiele ich ja im Hauptteam mit Relaxo noch. Aber dafür heute Genesect. Mal gucken, wie erfolgreich wir sind. Steinhagel, okay. Macht ordentlichen Schaden, aber mal gucken. Ja klar, keine Feuerattacke drauf. Das ist natürlich jetzt schlecht. Ich habe sonst nichts anderes gegen Melmetal. Und deswegen gucken wir mal, okay, er schildet. Ja, ich werde nicht schilden, weil was bringt mir das jetzt noch zu schilden? Ich krieg sogar noch eine zweite Technoblast-Attacke rausgedrückt. Ja, das ist doch wundervoll. Nicht schilden wäre natürlich optimal und ich weiß nicht, auf wen wir gehen sollen. Warum schild jetzt? Ich gehe mal, glaube ich, auf Metangross und dann gucken wir mal, ob wir jetzt mal wieder erfolgreich sind in der Liga. Nach den letzten Videos kein Erfolg gehabt. Und ja, wir schauen mal. Und Leute, denkt daran. Ich kann nämlich jetzt auf Erdbeben gehen. Ich muss natürlich schilden, klar. Egal was kommt, müssen wir schilden. Der Livestream am 1. November zum Go Battle Day kommt auf jeden Fall definitiv. Und dann wird nochmal Halloween Cup gezockt. Da habe ich am meisten Bock drauf. Ich müsste eigentlich einen Steinhagel überleben von Melmetal. Ja, ich hätte auch das erste Schild brauchen müssen, aber wir gehen ja immer gerne mal auf Nummer sicher. Und dann hoffen wir einfach, dass wir irgendwelche gegnerischen Pokémon haben, dass wir erfolgreich sind. Und auf jeden Fall hat dieser Gegner gar keine Ahnung gehabt, weil er hätte, ich glaube, Technoblast hätte er nicht schilden brauchen. Ich hätte meine Attacke auch nicht schilden sollen. Okay, wir müssen leider wechseln. Leider habe ich keine Elektro-Attacke drauf. Ich habe mich nur Spukball, weil ich finde Stromschuss nicht so toll. Okay, Dragoran, ah, das heißt, wir sind gleich im Nachteil. Also theoretisch haben wir verloren. Ich kann zwar noch einmal schilden, aber wir haben eigentlich verloren, weil Metangross gegen Glurak ist nicht so schick und fein. Ich werde auf jeden Fall nicht... Ich schilde mal. Dann kann ich nämlich... Ich weiß nicht, ob es ein Fehler war. Ich weiß es gerade nicht. Ja, okay, es war ein Fehler. Wir hätten überlebt. Ja, ja, klar. So. Seid doch erstmal nicht besiegt und dann direkt den Spukball drauf und dann können wir sogar hier vielleicht, nein, er war schneller, den ersten Sieg einfahren, aber nein. Oh, okay, aber okay, es reicht, okay. Schade, jetzt einfach, der spielt mit dem Drachen-Move-Set, okay, mit meiner Stahlattacke ein bisschen Damage machen, leider nicht sehr effektiv. Klar, ich finde Metagross sehr stark, spiele ich ja auch sogar in der Meisterliga. Okay, 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 okay. Ich weiß nicht, ob du eine Feuerattacke hast. Wenn du eine Feuerattacke hast, bin ich im Arsch. Ansonsten habe ich gewonnen. So, wir gucken mal. Und es ist... Nur Drachenklaue. Nur Drachenklaue. Wir haben doch noch den Sieg. Wir haben doch noch den Sieg. Okay, der war wirklich... Kann man so sagen, der geht einfach so lost, sag ich mal so. Der hatte keine Ahnung, was der hier spielt. Du hast gewonnen, genau. Hyperliga. Und dann gehen wir mal ins nächste Match und suchen uns mal den nächsten Gegner. So, Gegner Nummer 2 ist auch gefunden, Kampf beginnt. Und für die Aufmerksamen, ja, ich habe mich am Anfang verklickt unter euch. Ich habe nämlich aus Versehen die Primärliga da ausgewählt und schon wieder Melmetal, okay. Das war natürlich ein Fehler meinerseits. Genau, weil ich mich da verklickt hatte. Ich wollte eigentlich die Hyperliga auswählen. Deswegen, ich habe es jetzt auch nicht extra nochmal neu aufgenommen und rausgeschnitten. Denn das passiert schon mal. So, ich weiß nicht, was kommt, aber warum kommt immer Melmetal? Schreibt doch gerne mal rein, trefft ihr auch immer auf Melmetal oder nicht im Lead, okay. Da hat er doch eben sinnvollerweise geschildert, weil so ein Technoblast nimmt das Melmetal auseinander. Ich schilde mal nicht. Ich glaube, wir halten eine Attacke aus. Ja, Steinhagel, ja, ja, passt schon. Einen zweiten halten wir nicht aus, da dürfen wir ruhig schilden. Und dann gucken wir mal, dass wir den down kriegen. Ich gehe einfach nochmal auf einen weiteren Technoblast, weil... Ja, es ist zwar dumm, aber so kann ich wenigstens sein Pokémon, sein Melmetal auseinandernehmen.
Also bisher gefällt mir das mit. Okay, er schildert dein Ernst. Dann werde ich mal nicht schilden. Ja. Also Genesect gefällt mir mal wieder gut. Das hatte ich auch mal eine Zeit lang, nachdem ich das getestet hatte, in meinem Main-Team drin. Aber ja, ich habe dann andere Pokémon kennengelernt, als ich mal wieder die Hyperliga gespielt habe, die ich dann besser fand. Okay, das ist natürlich perfekt für mich. Aber er wird sehr wahrscheinlich schilden. Wir müssen auch mal gleich schilden. Weil. Warte, vertue ich mich gerade nicht? Nee, macht gar keinen Sinn. Dass Geist gegen Giratina, gegen Giratina, sag ich schon, gegen Darkrai gut ist. Weil das Problem ist ja, es ist Unlicht Geist. Wir schilden einfach mal. Genau, ich wollte eigentlich sagen, wir sind im Vorteil. Aber wir müssen natürlich das hier mit dem. Oh, Junge! Darkrai besiegt kriegen, ja. Deswegen schauen wir mal. Finsterauer, überleb, überleb. Okay, komm, drückt in den Spukball. Und dann kommt es oft darauf an, wer gleich zuerst aufgeladen ist, was wir für eine Effektivität haben. Aber gegen Darkrai habe ich noch nie so wirklich gekämpft. Ja klar, nicht mal sehr effektiv, aber reicht schon. Okay, wir sind der sichere Sieger hier in diesem Match, weil Fee gegen Stahl. Natürlich klar, wenn der Spukball droppt, bin ich im Arsch. Aber ich bin erster fertig. Ja, wow. Läuft auf jeden Fall besser als die Testteams, die ich testen wollte. Im Halloween Cup, weil da habe ich überhaupt gar nicht gut abgeschnitten. Perfekt. Zweiter Sieg. Läuft. Vielleicht gibt es auch noch eine coole Pokémon-Begegnung. Und dann suchen wir mal direkt den nächsten Gegner. Und der dritte Gegner ist auch gefunden. Und ich hoffe natürlich, euch gefällt das Video heute auch wieder. Lasst gerne ein Like da, unterstützt mich, schreibt gerne einen netten Kommentar. Und dann schauen wir mal. Okay, Empoleon passt. Ich könnte theoretisch wechseln, aber ich will dem Gegner keinen Vorteil gönnen. Deswegen. Was hat er denn für Attacken? Ich mach mal meinen Technoblast. Ich glaube, der wird nicht schilden. Ein Babel leider verpasst. Ich weiß nicht, Bohrschnabel oder Aquabitze, was ich da. Oh, der ist aber schon stark. Was ich da machen soll. Ich schild mal lieber nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob das ein Fehler war. Aber ich kann immer noch mit Raikou reinkommen. Und sein Empoleon auseinandernehmen. Ja, okay, das funktioniert genauso. So. Ah, come on. Wer ist schneller? Er ist langsamer. Aber dafür bin ich. Ja, weil ich nicht geschildert hatte. Ich hätte vielleicht. Aber okay, passt schon. Weil ich will ja auch keinen Vorteil dem Gegner gönnen. Deswegen habe ich mal nicht geschildert. Und ich dachte, ja, das passt schon. Okay. Ja, warum sollte ich jetzt noch schilden? Bin ja halb tot. Lohnt sich nicht mehr, verbraucht eine Attacke. Und dann kann ich natürlich ganz easy mit Raikou dich auseinandernehmen. So. Er hat nur ein Schild, ich habe nur zwei Schilde. Es kommt, ich muss auf jeden Fall wechseln, auch wenn du dann auch wieder wechselst eventuell, weil du denkst, okay, komm, ja. Drache, Drache, Drache. Es war natürlich klar, ich musste wechseln. Und eventuell war das sogar die richtige Entscheidung. Ich werde mal nicht schilden und wir heben meine zwei Schilde für Raikou auf. Weil da kommt ja normalerweise nur, eventuell nur die Drachenklaue. Ich schilde doch mal lieber. Ich bin mir nämlich nicht sicher, ob der Wutanfall kommt. Der hat nämlich, ja, Wutanfall, genau. Weise Entscheidung doch zu schilden. Dann habe ich noch ein Schild für Raikou, dann müssten wir auch den dritten Kampf gewonnen haben. Normalerweise so. Jetzt hier einmal zack, genau. Und jetzt kannst du eigentlich. Ich werde mal nicht schilden, weil ich halb tot bin, aber der Gegner gibt. Ah! Ja, ich wollte schon sagen, der Gegner gibt auf, aber da war gerade ein bisschen Delay. Im Gameplay. Ich weiß nicht, ob es an mir lag oder am Gegner lag. Aber wir hatten ja noch ein halb volles. Ja, ein bisschen mehr als halb volles. Raikou war es mit Spukball, gerade wo er auseinandernimmt. Also 3 zu 0. So macht es doch Spaß. So läuft es doch. Und dann gucken wir mal. Pokémon-Gegner ist auf jeden Fall schon mal sicher in diesem Video. Zeige ich euch natürlich auch noch am Anschluss der Kämpfe. Wir müssen noch zwei Gegner finden. Also auf zum nächsten Gegner. Und da ist auch der nächste Gegner gefunden. Und dann auf. Bisaflor, okay. Den Bisaflor habe ich nichts in der Hand. Ich kann trotzdem mal. Machen. Also theoretisch egal, was der macht. Ich brauche nicht zu schilden.
Pflanze oder Gift. Eigentlich normalerweise bin ich durch den Stahltyp dagegen resistent und steck einiges ein. So, aber ich weiß auch nicht, warum ich jetzt wechseln sollte. Also ja, natürlich werde ich, wenn ich das im Livestream mal wieder spielen sollte, den Cup, den Hyperliga Cup, dann würde ich natürlich, klar, würde ich dann bevorzugt bei meinem Relaxo bleiben, bei meinem normalen Main-Team. Aber man kann auch als Alternative, weil es mir Spaß macht, mit dem Pokémon hier zu spielen aktuell, weil wir gerade gewinnen, ja, auch theoretisch das als Ersatz nehmen, ne? Deswegen könnt ihr gerne euer Team posten, was ihr benutzt und so. Und ansonsten könnt ihr auch gerne mal eure Meinung zu Genesect da reinschreiben in die Kommentare, wie ihr das findet, ob ihr es auch ausprobieren wollen würdet oder so, oder ob ich einfach nur gerade mit den Gegnern ziemliches Glück habe, das könnt ihr auch schreiben. So, Bisaflor ist runtergefarmt. So, was kommt jetzt? Okay, ein Un... da sollte ich mal wechseln, weil er ist sehr effektiv, er wird sehr wahrscheinlich auch wechseln, was mir aber komplett egal sein kann. Wir werden einmal schilden, weil er wird sehr wahrscheinlich jetzt wechseln. Aber ich brauche halt den. Ich muss halt gerade schilden. Okay, jetzt kommt. Ah, er hat noch leider nur ein Schild. Verdammt, verdammt. Das ist natürlich doof. Aber ich habe mein Metagross, glaube ich, so weit aufgeladen, dass ich dann gleich angreifen kann. Ich muss, glaube ich, bei Giratina jetzt schilden. Es kann sein, dass ich jetzt den Kampf verliere. Unheilböen. Ich weiß nicht, ob es ein Fehler war. Und er hat anscheinend den Braten gerochen, mein Gegner, dass ich hier mit Spukball spiele, weil er hat halt geschildert. Reicht es? Es reicht, es reicht. Come on, come on, come on, come on, come on. Come on. Nein, 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 nein. Ich muss gleich Giratina runterfarmen und dann direkt meinen Sternhieb drauf machen. Vielleicht überlebe ich sogar noch ein bisschen. Ja, wir überleben sogar noch ein bisschen. Perfekt. So, jetzt müssen wir nur hoffen, dass Metagross. Das hat nicht mehr ganz gereicht. Wo ist mein Sternhieb? Ready, ready, ready. Rein, Sternhieb drauf. Und dann gibt es das 4 zu 0. Ja, ich kommentiere heute ein bisschen mit mehr Emotionen als sonst. Ihr wisst es ja, bei PvP habe ich sehr viele Leidenschaft, weil es da immer eng zugehen kann. Das wisst ihr auch, wenn ihr die Livestreams dazu verfolgt. Dass ich da auch manchmal ein bisschen, wenn ich mich ärgere, fluche. So, das wäre dann auch erledigt gewesen und dann auf in den letzten Kampf. So, Gegner ist gefunden und können wir in diesem Video 5 zu 0 feiern? Das ist halt die große nächste Frage. Lucario, okay. Ich habe auch keine Ahnung, wie ich gegen Lucario anstinken soll. Es ist auf jeden Fall stark, das ist klar. Er wird Steigerungssieb spielen. Sehr wahrscheinlich. Macht ja am meisten Sinn. Es bringt ja nichts. Es gibt nur kein 4 zu 0. Leider Gottes. Wie krass der einfach ist mit Steigerungssieb, aber ich habe ja natürlich nicht geschildert, weil macht ja keinen Sinn. Mein armes Genesect. Ich muss, glaube ich, auf Raikou gehen. Okay, das war dumm von dir. Das war dumm. Ah, okay, ich gehe auf Metagross. Ich schilde mal. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das ein Fehler war, dass ich dann ein Schild weniger habe, aber ich muss hier mal kein Risiko eingehen. So, was kommt jetzt? Kann nicht, okay. Bringt halt nichts auf mein wundervolles, ich muss schilden. Jetzt habe ich zwar keine Schilde mehr, weil er kann auch mit Erdbeben antäuschen. Nee, aber okay. Ja, der Gegner hat gewonnen. Schade. Schade, schade. Ich kann es halt, ich kann halt nichts mehr machen. Ist egal, was ich mache. Ich hoffe natürlich, dass ich eine Aquablitze überlebe und dass er nicht mit Erdbeben kommt. Dass ich noch einmal wenigstens den Sternhieb durchdrücken kann. Also theoretisch, ja, Erdbeben. Hab ich da null Chancen. Er spielt auch mit einer Bodenattacke. Also von daher, er kann schilden, er hat gewonnen. Ich krieg's nicht mehr rechtzeitig aufgeladen und dann gibt es leider nur ein 4 zu 1. Aber die Pokémon-Begegnung. Schade, ich wollte eigentlich in die Titel reinschreiben 5 zu 0, aber der letzte Kampf hat mir das nicht gegönnt. Schade, aber wir haben ja noch die Pokémon-Begegnung, die wollen wir uns jetzt noch schnell
holen und natürlich auch Sternstaub 700, einen wundervollen Sinnostein, drei Sonderbonbons und eine Pokémon-Begegnung. Okay, ein Rizeros. Dann gönnen wir mal. Ich muss auch die Bewertung angucken, weil ich keinen Plan von der WP habe. Ich nehme natürlich, weil, ja, okay, er ist ziemlich nah dran. Einen orangen Kreis mit Sananabären, sonst nehme ich Chemie, damit er schnell drin bleibt. Aber ich lasse das jetzt mal, das Fangen jetzt live drin. So, glaube ich, wie damals bei den legendären Pokémon aus dem Forschungsdurchbruch. Okay, die Begegnung war schon mal gut. Vom Sternstaub her, Bonbons natürlich auch gut. Leider nicht gut genug, wird verschickt. Und dann holen wir uns noch die Rangbelohnung ab. Und dann sind wir fast auf Rang 17. Perfekt. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen, hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns einfach im nächsten Video oder Livestream wieder. Bis dahin und auf Wiedersehen. Bye, bye und bis zum nächsten Mal.